Wann war denn dein erstes Mal? Mit 15. Habt ihr ein Kondom benutzt? Nein. Kannst du dir denn vorstellen, die Pille für den Mann zu nehmen? Nö. Eine Zeit lang dachte ich irgendwie, ich krieg Stimmungsschwankungen durch die Pille. Und mittlerweile glaube ich, es lag an meinem Ex-Freund. Pupferkerze, Hormonimplantat, Pille, Kondom oder Samenleiterventil. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann bleib dran. Heute wird's intim, denn wir tauchen ein in die Schlafzimmer mehrerer Menschen, die uns erzählen, wie sie eigentlich verhüten. Erstmal, um so ganz vorne anzufangen, wann war denn dein erstes Mal? Mit 15. Da war ich 14. Ich bin gerade 16 geworden. Mit 16 am 15.12.2013. Warum weißt du das Datum noch? Weil tatsächlich mein bester Freund zu der Zeit an dem Tag Geburtstag hatte. Wann hattet ihr euer gemeinsames erstes Mal Sex? Nach 4 Monaten, 5 Monaten kennenlernen, so. Als wir uns das erste Mal wirklich miteinander unterhalten haben, haben wir dann auch gesagt, komm. Weißt noch, wie du da verhütet hast? Nur mit Kondom. Nur mit Kondom? Ja, und das war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu unsicher. Und dann dachte ich mir so, gut, dann nehme ich jetzt lieber die Pille, dann bin ich absolut geschützt. Dann müssen wir da keinen Kopf mehr drum machen. Außerdem haben dann auch die Ersten in meinem Freundeskreis angefangen, die Pille zu nehmen und dann habe ich gedacht, gut, mach ich mal mit. Ich habe die Pille genommen, ich hatte die kurz vorher angefangen zu nehmen. War halt so mit 15, wo das dann irgendwie anfing mit den Jungs. Bin ich halt zum Frauenarzt und habe mir das Einfachste verschreiben lassen, ne, die Pille. Hast du dann bei deinem ersten Mal doppelt verhütet, also noch mit Kondom oder? Ja. Von Anfang an safer Sex, damals halt nur mit Kondom, jetzt auch mit ein bisschen mehr Verhütung. Also anfangs haben wir Kondome benutzt, weil ich auch die Pille nicht genommen habe, weil ich da so ein bisschen zwiegespaltenes Verhältnis zu habe. Und irgendwann im Laufe der Beziehung, so nach 2, 3 Jahren, musste ich tatsächlich eine Hormontherapie machen und dadurch war gleichzeitig die Verhütung auch gegeben. Da ich ja jetzt schon, seitdem ich 16 oder 15 Jahre alt bin, die Pille nehme, haben wir das vorher nur kurz abgesprochen, dass wir halt sicherheitsmäßig waren. Habt ihr ein Kondom benutzt? Nein, haben wir nicht. Ich war halt auch nie so der richtige Fan davon, von daher. Warum nicht? Warum bist du kein Fan? Das ist einfach nicht das gleiche Gefühl. Distanzierter und persönlicher, weiß ich nicht. Okay. Du warst ja sehr jung, als du die Pille zum ersten Mal verschrieben bekommen hast. Hast du denn das Gefühl gehabt, dass du gut beraten wurdest? Soweit ich weiß, wurde ich jetzt nicht noch mal intensiv beraten. Oder dass mir dann irgendwie gesagt wurde, hey, du könntest ja auch ein anderes Verhütungsmittel nehmen oder so. Das war nicht der Fall. Ja. Das war damals so, ich hatte ein ziemliches Problem, als ich noch zwischen so 10 und 14 war mit Migräne und war dann auch viel beim Arzt und irgendwann hatte mein Hausarzt mir gesagt, du bist jetzt in dem Alter, check das mal mit dem Gynäkologen ab. Es gibt mittlerweile Antibabypillen, die genau dafür gemacht worden sind und dann habe ich die eingenommen und muss auch sagen, das hatte mir gegen die Migräne eigentlich primär geholfen. Ich bin damals einfach mitgegangen zu der Frauenärztin von meiner Mutter. Komplett unsensibel und unkompetent für eine junge, werdende Frau. Ich habe Nebenwirkungen des Grauens. Ich denke, ich sterbe. Sie erklärt mir nichts davon. Daraufhin habe ich mich ja dagegen entschieden, dort weiterhin zu gehen, weil ich mich nicht zu irgendwas zwingen lassen möchte. Meine Oma ist an einer Lungenembolie gestorben. Das wurde halt alles vorher erfragt, deswegen musste ich auch erste Blutuntersuchungen und sowas machen, um halt zu gucken, ob ich nicht so eine erhöhte Blutgerinnung habe. Also ich habe mich da schon sehr gut aufgehoben gefühlt, weil halt so viel drumherum geguckt wurde und dann auch erstmal überlegt wurde, okay, nimmst du erst eine leicht dosierte oder direkt eine stark dosierte. Aber wurde da schon über Alternativen gesprochen oder noch gar nicht? Also von der Seite meiner Frauenärztin schon, aber ich war festgefahren auf die Pille. Das haben auch alle genommen, ne? Ja, es haben alle genommen und vor allem, wenn du da mit 15 sitzt und die erzählt dir was von irgendeiner Spirale, dann denkst du halt auch so, okay, ein bisschen too much gerade. In meinem Freundeskreis denke ich mir teilweise, boah, die hätten echt mal aufgeklärt werden sollen. Also ich hatte eine Freundin, die hat mir dann irgendwann mal gesagt, die Pille, die lässt ja die Spermien absterben. Und ich war so, ja, das ist jetzt irgendwie neu für mich. Und dann hatte ich ihr halt so gesagt, nee, also eigentlich verhindert es nur den Eisprung und so. Und das waren halt so Punkte, wo ich mir so denke, man, vielleicht hätte man das mal mit denen besprechen sollen, damit die auch wissen, was überhaupt diese Pille macht. Du hast gerade erzählt, dass du ein eher schwieriges Verhältnis zur Pille hast. Kannst du erklären, warum? Irgendwann, nachdem ich 18 war, also relativ spät, ich weiß, aber fängt man so mit einer klassischen Antibabypille an, habe ich dann auch genommen, 2,5 Jahre. Und habe dann in der Zeit nichts Negatives gemerkt, aber als ich sie abgesetzt habe, dann kam sozusagen so ein dicker Hammer. Also man merkte dann, die Haut spielt total verrückt, der ganze Körper spielt verrückt irgendwie. Man hat auf einmal Wassereinlagerungen, was man so irgendwie nie hatte. Und es hat ungefähr ein Jahr gedauert, ehe diese Hormone aus meinem Körper wieder raus waren. Und deswegen fiel es mir dann auch sehr, sehr schwer, viele Jahre später mit dieser Hormontherapie nochmal anzufangen.
Und da musste ich, wie gesagt, aus medizinischen Gründen dieses Gelbkörperhormon überhaupt erst nehmen. Hat mir dann aber auch gezeigt, dass diese Hormone einfach keine Smarties sind, sondern dass da ganz, ganz viel hintersteckt. Mhm. Eine Zeit lang dachte ich irgendwie, ich kriege Stimmungsschwankungen durch die Pille. Mittlerweile glaube ich, es lag an meinem Ex-Freund, dass ich so oft schlecht drauf war. Deswegen, das Problem hat sich eigentlich damit gelöst. So. Ja, vielleicht häufiger immer mal den Freund wechseln. Aber bei mir hat es geklappt. Ich meine, klar, für Männer gibt es ja erstmal nur Kondome zur Verhütung. Mhm. Kennst du dich auch aus mit der anderen Seite? Also ich kenne Verhütungsmethoden außerhalb der Pille. Es gibt ja die Babypille, dann gibt es die Minipille, dann gibt es die Spirale. Dann kann man auch die Kalendermonate zählen, also die Tage. Mhm. Und sonst fällt mir jetzt gerade nichts ein. Ah, doch, ein Kupferring gibt es. Ja. Ich glaube, der ist nicht mit Hormonen. Genau. Sogar besser, ja. Genau. Wie verhütest du denn jetzt? Ich habe ein Hormonimplantat hier im Oberarm eingepflanzt. Es bleibt da immer 3 Jahre und bietet so, ich glaube, 99,9%igen Schutz. Wie bist du denn darauf gekommen? Ich meine, das ist jetzt nicht so unbedingt das gängigste aller Mittel. Damals war das noch so ein bisschen neuer, gerade erst zugelassen, glaube ich. Und dann habe ich mir gedacht, das setzt man sich 3 Jahre ein und dann muss man gar nichts mehr nachdenken. So, ich glaube, das wäre das Perfekte für mich. Was sind vielleicht Nachteile? Hast du da auch Nebenwirkungen, wie bei der Pille zum Beispiel? Ja, größere Nebenwirkungen wären zum Beispiel, dass ich halt seitdem keine Tage mehr habe. Was ich jetzt aber nicht als großen Nachteil empfinde. Du bist dann ja irgendwann von der Pille rüber zur Kupferkette. Weißt du noch, wie du davon erfahren hast und dann beschlossen hast, die dann dir einsetzen zu lassen? Ich habe mit dem Gedanken gespielt, dass ich die Pille nicht mehr nehmen möchte aufgrund der ganzen Hormone. Also weil ich A, wissen wollte, okay, wie nehme ich meinen Körper wahr ohne einen Hormoneinfluss? Wie funktioniert das alles? Das heißt ja auch oft, dass man seinen Partner anders wahrnimmt, wenn man ihn ohne Hormone quasi kennenlernt. Das fand ich halt auch total interessant. Na, wie kann man sich denn die Kupferkette überhaupt vorstellen? Also wie sieht das aus? Das ist einfach eine Kette, die dann irgendwo drin hängt in einem, oder wie sieht das aus? Genau, also du hast so einen Faden, wo oben so ein Knoten drin ist. Der Knoten wird dann ganz oben in der Gebärmutter befestigt. An diesem Faden hängen so 4 Kupferglieder. Genau, dann baumeln diese 4 Glieder quasi in der Gebärmutter rum. Und dann gibt es 2 Fäden, die unten bis zum Muttermund quasi reichen, an denen der Frauenarzt dann auch kontrolliert, ob noch alles richtig sitzt. Und dann hängen die da und wirken. Kannst du ein bisschen was zur Wirkweise der Kupferkette sagen? In dem Kupfer sind ja diese Kupferionen drin. Und diese Kupferionen, die werden halt nach und nach in der Gebärmutter freigesetzt und dann verändern sie die Gebärmutterschleimhaut, sodass dann die Spermien, die reinkommen, quasi nicht mehr wissen, wo es lang geht und halt die Eizelle nicht treffen. Habt ihr denn in der Zwischenzeit mal über eine Alternative nachgedacht? Also ich bin ja Krankenschwester, daher weiß ich, dass ja die Gefahr der Thrombose erhöht ist, wenn man die Pille einnimmt, vor allem wenn man dann auch noch Raucher ist. Ansonsten komme ich mit der Pille wirklich total gut klar. Ich habe da überhaupt keine Probleme mit. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, ne? Also solange sie die Pille nimmt, muss ich mich um nichts kümmern. Also von daher für mich Luxus. Also, da habe ich jetzt nicht den großen Änderungswunsch, okay. Wenn es ihr damit gut geht zumindest. Okay, aber wenn das nicht der Fall wäre, dann? Dann ist es klar, dass das Wohlbefinden oder beziehungsweise ne, die Gesundheit ist natürlich an oberster Stelle. Logisch. Was auch noch so ein Punkt war, über den ich auch nie nachgedacht habe in der Beziehung, ist, dass ich dann mitbekommen habe, dass bei anderen Freundinnen die festen Partner mit für die Pille zahlen. Mhm. Auf die Idee bin ich nie gekommen, dass der ja theoretisch auch was dazu beisteuern könnte, weil ich habe die ganze Zeit für den Wumms bezahlt und er hat einfach nur seinen Spaß gehabt. Was würdet ihr denn erstmal grundsätzlich sagen, wie wichtig ist euch Gleichberechtigung bei dem Thema Verhütung? Oh ja, schon relativ wichtig, wobei ich da sogar noch abgeben würde, dass ich da mehr im Fokus die Frau sehe als den Mann. Nicht sich darum zu kümmern, sondern darauf zu achten, beziehungsweise die Meinung der Frau stärker in den Vordergrund stellen würde als die des Mannes. Weil wenn es schief geht, hat die Frau da mehr Konsequenzen zu tragen, beziehungsweise der Körper der Frau bei der Geburt und bei der Schwangerschaft als der Mann. Deswegen würde ich da die Frau mehr in Fokus stellen, dass die Meinung der Frau da wichtiger ist als die des Mannes. Kannst du dir denn vorstellen, die Pille für den Mann zu nehmen? Nee, ich selber könnte mir das nicht vorstellen. Da gibt es dann wieder so viele Nebenwirkungen. Libidoverlust, vielleicht ein bisschen Stimmungsschwankungen, fühle mich nicht so gut. Ich finde so, ja gut, das mache ich jetzt seit 7,5 Jahren theoretisch. Also bei mir läuft es eigentlich ganz gut, aber ich kenne auch von Freundinnen Stories, bei denen läuft das nicht so gut mit der Pille. Wenn es eine Pille gäbe, die jetzt, wo ich mir auch sicher wäre, dass sie genug erforscht und getestet ist, sodass das, was soll, auch mal wiederkommen kann, ne? Die Fruchtbarkeit dementsprechend, dann
ja, könnte ich mir das grundsätzlich vorstellen, sag ich jetzt mal. Ne? Wünschst du dir denn, dass es mehr Alternativen gäbe, außer als das Kondom und eventuell Pillen, die dann eine hormonelle Nebenwirkung hätten? Nö, eigentlich nicht. Bist du zufrieden mit Kondom? Ja. Passt alles? Ja, das passt gut. Ja, sonst gibt's ja, glaube ich, gar nichts. Soweit ich weiß. Also es wird an so einem Samenleiterventil geforscht, wo dann wie so ein Schalter quasi ist, ob das Spermium durch den Samenleiter weitergeleitet wird oder nicht. Das gibt es zum Beispiel. Den hat man dann immer dabei und dann drückt man den anderen aus. Nee, das ist dann drin. Ah. Würdet ihr denn sagen, dass ihr jetzt momentan zufrieden seid mit der Kondomsituation? Oder denkt ihr da schon manchmal drüber nach, dass es vielleicht doch mal schöner wäre ohne? Oder denkt ihr generell über irgendwelche Alternativen nach? Ja, also wir stehen so dem Kinderwunsch offen gegenüber, sodass es vielleicht irgendwie in naher Zukunft dazu kommt, dass man das absetzt und dann komplett auf Verhütungsmittel verzichtet und sich dann da auf das Thema Kinderwunsch, Schwangerschaft so ein bisschen einlässt. Ja. Welche Rolle spielen denn Kondome bei dir? Verwendest du die trotzdem zusätzlich? Ich habe momentan keinen festen Partner oder Partnerin, deswegen benutze ich immer Kondome. In der Beziehung habe ich natürlich, also was heißt natürlich, da haben wir nicht mehr mit Kondom verhütet, da haben wir uns nur auf die Pille beschränkt, sage ich jetzt mal. Danach war es für mich auf jeden Fall wichtig, dann zu sagen, okay, ich möchte auf jeden Fall noch mit Kondom zusätzlich verhüten. War tatsächlich aber auch sehr erschrocken, dass tatsächlich einige Typen überhaupt gar nicht selber auf die Idee kommen, mal ein Kondom vorzuschlagen oder rauszuholen. Wo ich mir so denke, also von einem kam tatsächlich mal der Satz, ich habe eigentlich gehofft, du erwähnst das gar nicht. Und ich dachte mir so, ja cool, danke. Ich bin schon seit fast 5 Jahren mit meinem Freund zusammen. Dementsprechend ist das bei uns raus. Aber wenn ich jetzt mit ihm nicht zusammen wäre, dann würde ich auf jeden Fall noch ein Kondom mit benutzen. Gerade wenn es halt wechselnde fremde Männer wären. Gibt es denn bei dir irgendeine kuriose Begegnung mit dem Thema Verhütung? Sei es irgendwie eine witzige Geschichte, eine schlimme Geschichte oder auch irgendwas Cooles, was dir passiert ist dahingehend? Da hatte ich was mit einem Typen und der hat halt die ganze Zeit versucht, sein Kondom halt drüber zu ziehen. Das hat halt die ganze Zeit nicht geklappt. Und dann hatte er sein eigenes dabei. Und das hat auch nicht gepasst. Und da dachte ich mir so, müsste man als Typ nicht eigentlich wissen, welche man braucht? Da war ich 19. Da habe ich jemanden kennengelernt. Und meistens sind das sehr kurze Geschichten gewesen, auf jeden Fall bei mir. Und da ist das Kondom geplatzt. Und dementsprechend sind wir dann zum Frauenarzt gegangen, zusammen. Ne? Und als das Thema dann durch war, als sie nicht schwanger, dann... Hast du dich verabschiedet? Ja, genau. Wenn du die Pille nimmst und du nimmst Antibiotikum, ist ja die Gefahr, dass sie nicht mehr wirkt da. Und ich hatte in der Phase mit meinem jetzigen Freund, musste ich ein paar Mal Antibiotikum nehmen. Dementsprechend haben wir halt zusätzlich noch Kondome benutzt und irgendwie hatten wir eine Montagspackung, wo in einer Packung einfach 3 Kondome gerissen sind. Und ich dementsprechend in einem Zyklus 3-mal zum Frauenarzt gehen musste, um eine Pille danach zu nehmen. Genau. Und das war der Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, du hast keine Lust mehr auf Pille. Gut. Dann vielen Dank für deine Offenheit. Gerne. Sehr Dankeschön. Gerne. Dankeschön. Obwohl die meisten Verhütungsmethoden leider immer noch in der Verantwortung der Frau liegen, gibt es mittlerweile einige Alternativen zur klassischen Pille. Deshalb stellt Fragen, informiert euch und besteht auf eine gute ärztliche Beratung. Nächste Woche geht Marius zum Thema Trauma auf den Grund. Wie bewältigt man ein Trauma? Wie lebt man damit? Und vor allem, wie geht es danach weiter? Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Trauma. Wie entstehen sie? Wie geht man damit um? Wie werden sie behandelt? Es war so schwer, dass ich die ersten 7 Jahre nicht drüber gesprochen habe. Aber der Mensch, der ich damals war, der werde ich nie wieder sein. Dieses Jojo ist bei den Leuten chronisch, bei der Untererregung Depression, bei der Übererregung Angst und Wut.